Zeit der heutigen Arbeitslosigkeit Fragen, denen man sich stellen muss. Der Fan von heute, ist er der Verlierer? Bundesliga. Milliardenliga. Zasterliga. Bremer Weserstadion, Ostkurvensaal im November 1998. Das Fanprojekt Bremen hatte zu einer weiteren Podiumsdiskussion zum Thema Milliardenliga, wo bleiben die Fans, geladen. Vertreter von Seiten des Vereins, Dr. Böhmert, Manager Willi Lemke sowie Profi Uwe Hartgen waren selbstverständlich genauso vertreten wie die Vertreter der Presse und der Fans. Ich bin gegen das Bosman-Urteil. Gegen das Bosman-Urteil und gegen die Euro-Football-Liga, da bin ich auch dagegen natürlich dann, weil da springt doch überhaupt nichts an. Die 18 Vereine müssen nicht einhalten bleiben dann. Der FC Bayern München und die Hönes, die wollen alles nur auf die Hörner nehmen. Ne? Die denken nur an sich, die wollen immer viel Geld haben. Weil aber die Leute, die ärmer sind, die müssen immer zugucken. Und wer kann den FC Bayern München denn noch schlagen? Zwar ist nicht unbedingt jede Fanmeinung repräsentativ, aber gerade der letzte Satz gibt sicher auch Manager Willi Lemke, einem der Gäste am heutigen Abend, zu denken. Die Thematik brennt sicherlich unter den Nägeln, meine Damen und Herren, und dementsprechend hochkarätig war diese Diskussionsrunde auch besetzt. Die Leitung der Diskussion übernahm der Sportredakteur des Weserkuriers, Friedrich Caron Bleicker. So, meine Damen und Herren, nachdem Sie hier so zahlreich, hätte ich fast gesagt, erschienen sind, haben wir uns entschlossen, die Veranstaltung in diesem Moment beginnen zu lassen. Milliardenspiel Europa-Liga, wo bleiben die Fans? Das Fanprojekt hat eingeladen zu dieser Podiumsdiskussion. Und gekommen waren Vertreter verschiedenster Interessengruppen. Jochen Grabler, freier Journalist. Thomas Krone, Vertreter der ISPR, Vermarktungsgesellschaft. Selbstverständlich durfte auch Manager Willi Lemke nicht fehlen. Genauso wenig wie der Präsident des SV Werder Bremen, Dr. Franz Böhmert. Der Herausgeber des freien Fanmagazins Pico, Kai Bogener. Die Profifußballer wurden vertreten von Uwe Hartgen, seit Jahren im Dienste des SV Werder. Zu guter Letzt die Gruppe, die es eigentlich am meisten betraf, die Fans. Leider am heutigen Abend nicht so zahlreich erschienen. Die Fans, die können schon mal ansparen, denn das Fansein wird allemal teurer, als es zurzeit ist. Denn es haben sich zwar nicht alle Vorstellungen der Initiatoren der Europa-Liga durchsetzen lassen, die euch wahrscheinlich bekannt ist, Ihnen euch bekannt ist, aber trotzdem die Rahmenbedingungen sind geblieben und der Trend ist klar, die Fans sollen tiefer in die Tasche greifen, großen amerikanischen Investmentbank. Es geht um das digitale Bezahlfernsehen und das ist eigentlich das wahre Milliardenspiel, das wir gerade erleben. Der Rahmen ist, dass die großen Vereine im Grunde viele Geschäftsfelder schon ausgereizt haben. Uli Hoeneß hat das im Interview im Fokus ganz deutlich gesagt, der Fanartikelverkauf ist ausgereizt für ihn. Über die Stadioneinnahmen kann man nicht mehr viel Geld erzielen. Die Sponsorengelder, naja, also mehr als eine Litfaßsäule kann man nicht mehr aussehen, wie viele Vereinsrepräsentanten im Fernsehen. Also der Markt ist ausgereizt. Die Mehreinnahmen, sagt Uli Hoeneß auch ganz klar, gehen nur über die Fernsehrechte. So. Ich denke, es ist völlig falsch, was hier gelaufen ist und auch was insgesamt läuft. Es ist also eine Entwicklung, die uns beim SV Werder Bremen überhaupt nicht gefällt und wir stehen in dieser Frage ganz,
klar an der Seite des Ligaausschusses, des DFB und der großen Mehrheit der Vereine, die sagen, wenn sich diese Entwicklung weiter so zeigt, dann laufen wir eine große Gefahr, dass wir nicht mehr die Situation haben, dass sich viele Menschen mit unserer Sportart identifizieren. Die Identifizierung oder das Moment der Identifikation eines Menschen mit seinem Fußballclub ist für mich die elementare Kernzelle des gesamten boomenden Marktes Bundesliga. Wenn das eines Tages mal nicht mehr da ist, dass die Leute sagen, ja, die denken ja nur noch an eine gigantische Vermehrung von Kohle und wir Fans sind denen doch gar nicht wichtig. Wenn der Punkt einmal erreicht wird, dann geht die Spirale nicht mehr nach oben, das garantiere ich Herrn Hoeneß, gebe ich ihm auch schriftlich, dann geht die Spirale nach unten und das wird auch den FC Bayern. Die Tendenz ist leider nach wie vor so, macht die reichen Clubs oder die mächtigen, würde ich mal sagen, macht die mächtigen Clubs noch reicher. Fahrt nicht so oft in den Osten, denn da sind die Duschräume nicht so angenehm oder so fein, wie sie hier im Westen vorzufinden sind. Das ist ein Originalzitat eines Funktionärs eines großen westeuropäischen Vereins. Und wenn ich solche Argumente höre, dann kann ich dem gar nicht mehr, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das ist entsetzlich. Wir haben ja unheimlich viele Freunde, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, durch den Fußballsport gefunden. Und es gibt mehr als die 90 Minuten Fußball. Und das gibt mehr als die unendliche Vermehrung des Reichtums einzelner Menschen oder einzelner Clubs durch Geld. Es gibt viele Dinge, die der Fußball fabriziert, die der Fußball zustande bringt, die weit über das hinausgehen, was hier einige sehr mächtige und einflussreiche Leute hinkriegen. Ich glaube, dass der Fan...